Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind im Krankenhaus. Ja. Wir müssen immer noch. Wir sind immer noch dabei nee, nicht hier, bei Mordin, Altes Blut. Also bei der Loyalitätsmission von Mordin. Und da soll man das Krankenhaus betreten. Dringen Sie in das unfunktionierte organische Krankenhaus ein und suchen Sie Mordins Schüler. Und da sind wir noch dabei. Und ja, hier geht's weiter. Da haben wir erstmal. Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Okay. Da haben wir ja beim letzten Mal ein Empfangskomitee erledigt, die uns sogar abziehen lassen wollten. Hätten wir da mitgemacht, aber gut. So. Was haben wir denn alles hier? Im Moment noch keine Gefahr. Alte Platinen. Du kommst auch mit, Iridium. Sehr schön. Und ein Computerterminal. Aktive Konsole enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen, stabile Hormon-Mutagene, Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Mordin stolz auf sein Werk. Nehmen wir mal das hier. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer Seuche, die steril macht, nicht so gleichgültig abtun, Morden. Nicht Entwicklung, Modifizierung. Viel schwieriger. Arbeit innerhalb der Grenzen der bestehenden Genophage. Hundertfach komplexer. Fehler nicht akzeptabel. Könnte totale Sterilität und bösartige Tumore verursachen. Könnte sogar Effektivität vermindern. Schlimmer als nichts zu tun. Mussten Kroganer-Population stabil halten. Einer von tausend. Perfektes Ziel, optimales Wachstum. Wie beim Gartenbau. Im Gleichgewicht halten und herzloser Mörderhammer jetzt. Sie behaupten also, Sie hätten ebenso viel Mühe darauf verwendet, dass die Population nicht absinkt? Ja, hätten Kroganer ausrotten können, kein Problem. Mehr Mutation schwächt die genetische Struktur noch stärker. Haben uns dagegen entschieden. Auslöschung der Rachni tragisch. Sollte sich nicht wiederholen. Jedes Leben wertvoll. Universum braucht Vielfalt. Herzloser Mörder? Ich bin mir nicht so sicher, weil, wie er gerade eben schon gesagt hat, sie hätten auch die gesamte Spezies ausrotten können und haben das nicht getan. Wenn er ein herzloser Mörder wäre, dann, ja. Herzlos vielleicht schon, aber, ja. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich, denke ich. Wie auch immer. Arbeitsablauf? Wie war die Arbeit im Projekt zur Modifizierung der Genophage? Die besten Jahre meines Lebens. Mit neuen Ideen aufwachen, beim Frühstück darüber sprechen, den ganzen Vormittag experimentieren. Nachmittags statische Analysen, vor dem Abendessen neue Simulationen starten, Datendurchläufe während der Nacht. Lachen, Ego, Diskussionen, Leidenschaft. Das größte Problem der Galaxie lösen mit unbegrenzter finanzieller Unterstützung. Wir bekamen alles, was wir anforderten. Okay, und hat er noch Kontakte zum alten Team? Haben Sie noch Kontakt zu Ihren früheren Teamkollegen? Nein, mit der Freisetzung änderte sich alles. Habe Testfreisetzungen bei isoliertem Kroganer-Clan durchgeführt. Die Resultate waren positiv. Dann erfolgte Freisetzung auf dem Rest von Tuchanka. Ende des Projekts, Wege trennten sich. Habe Ende beobachtet, absinkende Geburtenrate. Persönlich, privat, für Team nicht geeignet. Okay. Es war ein Abstieg für Sie? Keine Ahnung, weil das so großartig ist und das war. Wir nehmen es mal. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er damit meint. Sie waren wohl ziemlich wichtig. Wie kam es dazu, dass Sie auf Omega Leiter einer Klinik wurden? Ah, so Wollte meint er Leute das. heilen. Viel erreicht in den letzten 10 Jahren. Etwas Leichtes, ohne ethische Bedenken. Verstehe Argumentation für modifizierte Genophage. Richtige Entscheidung. Aber manchmal immer noch Schlafstörungen. So viel zu dem anderen Thema mit herzlosen Mörder. Wie können Sie dem Einsatz der Genophage zustimmen, Morden? Sehen Sie doch, was dadurch aus Tuchanka geworden ist. Lage von Tuchanka nicht Ergebnis der Genophage. Nuklearer Winter von Kroganern verursacht. Lange vor Kontaktaufnahme der Salarianer. Entscheidungen der Kroganer. Verweigerung von Waffenstillstand während der kroganischen Rebellionen. Expansion nach den Rachni-Kriegen. Zersplitterung nach der Genophage. Genophage medizinisch, nicht nuklear. Viren verursachen keine Krater. Schadensursache sind Kroganer. Nicht Salarianer, nicht ich. Ja, da hat er schon recht. Die Kroganer haben ihre eigene Welt zerstört.
Da hat die Genophage wirklich nichts mit zu tun gehabt. Deswegen trotzdem ihre Schuld würde ich jetzt nicht sagen, weil die Schuld an der Verwüstung dieses Planeten, das betrifft wirklich nicht an die Salarianer. Vor allem, wenn sie die Genophage nicht gemacht hätten, dann sieht es jetzt auch nicht anders aus, dann sieht es vielleicht auf vielen Planeten noch genauso aus. Nicht, dass ich jetzt die Genophage unterstützen würde oder so, aber ja. Ist Kroganer Frieden okay? Wenn die Kroganer sich also zusammentun und eine gemeinsame Regierung bilden würden, fände das ihre Zustimmung? Ja, vereinte Kroganer haben Galaxie gerettet und Rachni vernichtet. Genophage keine Bestrafung. Modifiziert einfach Fruchtbarkeit als Korrektiv der Entfernung aus feindseliger Umwelt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir werden Mailer nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Gut, so viel dazu. Interessantes Gespräch. Haben wir hier was? Eine Kroganer Leiche. Toter Kroganer, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein, ursächlich. Habe nie mit lebenden Kroganern experimentiert, nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk, habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Ja, okay, das kann ich verstehen. Ich dachte nicht, dass Sie mit Sachen wie diesen allzu viel Kontakt hatten. Waren Sie nach dem Freisetzen Ihrer Seuche noch einmal auf Tuchanka? Jährliche Aufklärungsmissionen. Wasser, Gewebeproben. Sicherstellen, dass keine Fehler passieren. Vorgesetzte haben Weiterführung angeboten, aber abgelehnt. Muss es selbst sehen. Muss begutachten. Muss betrachten. Es als notwendig akzeptieren. Das kleine Bild sehen. Mich daran erinnern, warum ich eine Klinik auf Omega betreibe. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter. Und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Marvin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander. Zerbrechlichkeit des Lebens. Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies. Keine Antworten. Viele Fragen. Sie versuchen doch nur mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt, wissenschaftlich brillant, aber ethisch fragwürdig. Yep. Reaktion der Kroganer, schrecklich. Tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit. Tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Kann ich verstehen. Und wie geht er damit um? Können Sie das wirklich alles rational wegargumentieren? Wie rechtfertigen Sie das? Rat des Lebens. Beliebte Idee bei Salarianern. Ähnlich wie Hinduismus bei Menschen. Konzept der Wiedergeburt. Einladend, das Leben als endlos zu begreifen. Fehler im nächsten Leben korrigieren, lernen, anpassen, verbessern. Kann nicht glauben, dass das Leben hier endet. Zu große Vergeudung. Habe noch viel anzubieten, muss Fehler korrigieren. Hier kann nicht das Ende sein. Könnte noch so viel bewirken. Wie etwa die Genophage beenden? Wenn Sie so sehr in sich gehen müssen, um darüber hinwegzukommen, war die Genophage vielleicht doch ein Fehler. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, kroganische Rebellionen, alles deutete auf Aggression durch Kroganer. So viele Simulationen, Effekte des Populationswachstums bei Kroganern, alles deutete auf Krieg hin. Auslöschung, Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Kroganern retten, Kroganer vor der Galaxie retten. Sie hätten sie heilen können? Aber kann man das heilen? Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Kroganern Hoffnung gebracht. Sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus. Funktioniert bei Kroganern anders. Unwirtliche Umwelt, Möglichkeit zur Flucht, Kampf. Hätte Tuchanka ins Chaos gestürzt. Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg.
Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte. Das ist eine schwierige Frage hier. Weil einerseits kann ich es nachverstehen, warum sie es gemacht haben. Und ich kenne ja die Kroganer. Hab das ja auch schon kennengelernt. Und das hätte wahrscheinlich wirklich ziemlich viele Tote gegeben. Ohne die Genophage. Von daher verstehe ich das. Daher würde ich sagen, das ist Blödsinn. Ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Aber Recht geben würde ich ihnen jetzt auch nicht wirklich. Weil sie ist trotzdem schlimm und übel und alles. Vor allem jetzt, wo Rex da ist, der wirklich viel verändern könnte. Der die Kroganer einen könnte und damit sowas nicht wieder passiert. Und dann ist die Genophage ja immer noch da. Von daher, ja, sehr schwieriges Thema. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Wir müssen Malon finden und diesen Laden dicht machen. Ja. Weil das mit Blödsinn und Recht geben, das waren beides Antworten, die meiner Meinung nach nicht wirklich gepasst hätten. Ist ein wirklich sehr, sehr schwieriges Thema, die Genophage. Ob es gerechtfertigt war, ob es damals gerechtfertigt war, ob es jetzt noch gerechtfertigt ist, ob jetzt eine Heilung der Genophage besser wäre mittlerweile. Das sind alles so ethische Fragen, die nicht wirklich einfach sind. So, dann haken wir doch das mal. Sofern, da haben wir's. Das? Was bekommen wir denn? Das ist wertvoll. Kroganischer Vitalität, Forschungsdaten. Okay, das hat sich auch gelohnt. So, speichern wir mal. Also, wie gesagt, Genophage, schwieriges Konzept. Ich würde, wenn ich es könnte, sie jetzt teilen. Aber auf das, wie es hier läuft, bin ich auch nicht so sicher. Naja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Jedenfalls müssen wir einen kleinen Salarianer retten. Da haben wir eine Tür und da haben wir eine Tür. Und wir müssen da lang, dann schauen wir mal hier lang. Dann schauen wir erstmal hier rein. Da haben wir einen kranken Kroganer. Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. Nicht Bloodpack. Kein Mitglied des Warlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ah, das wird der Kundschafter sein. Der Kundschafter der Erdnut. Warlock-Wachen haben mich erwischt und hierher gebracht. Der Commander der Kundschafter hat uns angewiesen, nach ihnen zu suchen. Wir haben die Wachen ausgeschaltet. Gehen Sie zurück nach Erdnut. Ich kann nicht. Die Warlock haben was mit mir gemacht. Drogen. Spritzen. Sie sagten, ich bringe ein Opfer zum Wohl aller Kroganer. Experimente, um die Genophage zu heilen. Sehe alles verschwommen. Kann kaum denken. Oje. Muss hier bleiben. Das hört sich nicht gut an. So viel zu dem Thema auf freiwilliger Basis. Experimente. Und deswegen finde ich zwar, dass die Genophage geheilt werden müsste, aber nicht so auf diese Art, wie es hier geht. Morden, können Sie ihn wieder auf die Füße stellen? Mit Stims vielleicht? Irgendwas, das sein Immunsystem auf Touren bringt? Sie verstehen nicht. Ich bin nicht zu krank, um zu gehen. Aber ich muss bleiben. Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird. Deshalb müssen sie weitere Tests machen. Oh. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar. Gehirnwäsche. Okay. Wir wollen helfen. Warum möchten Sie, dass Sie die Tests fortsetzen? Es ist meine Schuld. Ich wurde gefangen. War nicht stark genug. Nicht gut genug. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich habe alles gegeben. Ich bin nicht wichtig genug, um eine echte Chance bei den Frauen zu haben. Ich werde niemals eigene Kinder haben. Aber wenn ich helfe, die Genophage zu besiegen, bin ich jemand. Oh je, das hört sich echt nicht gut an.
Nehmen wir das mal, das hilft nämlich seinen Clan wirklich nicht. Millionen von Kindern werden geboren werden. Werelock-Kinder. Sie werden die anderen Clans vernichten. Aber... nein. Nein. Sie sagten, ich helfe damit Erdnard. Wenn Sie Erdnard helfen wollen, müssen Sie dorthin zurückgehen. Aber man muss schon ein ziemlich harter Kerl sein, um das verwundet zu schaffen. Ich schaffe es. Sie? Ich sagte harter Kerl, nicht Kundschafter, der wimmert wie ein Quarianer mit Magendrücken. Ich schaffe es. Ich stehe schon wieder. Und ich gehe ins Lager der Frauen. Genau. Gehen Sie zurück und zeigen Sie denen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Los, los! Voran! Gute Ansprache. Die beste Motivation gibt's nach wie vor beim Militär. Ja, so kann man das auch sagen. 50 Erfahrungen, 11 Vorbild, okay. Und diese Quest ist auch erledigt. Das heißt, wir müssen nur noch den Commander Bescheid sagen. Und dabei können wir auch gleich die Anschlussstutzen zurückgeben. Sehr schön. Da haben wir noch ein Datenpad. Das gibt ein bisschen Geld. Ja, das Geld kann man auch im Moment sehr, sehr gut gebrauchen. Ich sehe im Moment gerade das Ding nicht. Nein, immer noch nicht. Da haben wir's. Und da haben wir das nächste. Direkt oben drüber. Auch nicht schlecht. So, ein paar Credits. Dann mal weiter durch diese Tür hier. Ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine beachtliche Explosion auslösen. Oder ein gut gezielter Schuss. Explosionen sind nützlich, brennen sich durch korganische Panzerung. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt ein paar Kämpfe haben. Feinde! Explosive Kiste, da haben wir eine, da haben wir eine. Und da haben wir ein paar von denen. Dann, einfrieren. Ja, doch. Sehr nützlich. Der war wirklich sehr nützlich. Da kommt gleich der nächste. Tja, über die Brücke kommen sie aber wirklich nicht gut rüber. Aber es soll uns recht sein. Ohne Probleme. Okay. Kommt noch einer? Nee, sieht gerade nicht so aus. Drüben haben wir noch was. Ah, wieder ein paar Platinen. Komm mit, wir geben Geld. Vielleicht können wir uns sogar schon noch das nächste Teil kaufen. Hier hinten? Nee, sieht nicht mehr aus, da ist nichts mehr. Na, den sollte man echt nicht ins Deckung gehen. Was war das? So. Gut. Seid ihr jetzt tatsächlich hinter der explosiven Kiste in Deckung gegangen? Ja, ich glaub's ja wohl nicht. Seid ihr lebensmüde oder was? Okay, nur ein leerer Raum. Energiezellen. Ah, ob da nächstes ein schwerer Kampf kommt? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist nur das Zerbrechliche.
das ist die Frage. So. Ja, sehr widerstandsfähig, dieser Kogana. Was ihnen aber nicht wirklich hilft. Ah, da drüben sind sie. Dich frieren wir mal ein und da wollen wir mal so ein Ding rüberschicken. So, dann machen wir noch einen Betäubungsschuss. Und den haben wir jetzt auch weg. So. Oh, da kommt auch nochmal einer. Hilfe. Warum hat das jetzt nicht gemacht? Jetzt. Okay, Barriere. Und jetzt noch eine Panzerung. So. Direkt vor uns. Das wird ein harter Treffer. War's das? Ja, scheint so. Hui. Die haben uns ganz schön viel Zeug entgegengeschickt. Da geht's weiter. Da müssen wir lang. Das heißt, wir öffnen erstmal diese Tür. Abgeschlossene Kiste. Was da drin ist? Anscheinend 3000 Credits nur. Na gut. Die hier. Die hier. Die hier. Der hier und der hier. Sehr schön. Ein Glück haben wir da jetzt relativ viel Zeit. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem mehr. Okay, es war vorher auch kein Problem, als war das noch ein bisschen, als das noch ein bisschen zeitkritischer war, aber. Oh, Moment. Da liegt doch noch Munition rum, oder? Aber wir sind voll. Na, dann halt nicht. So, es geht weiter runter. Ah. Ein Forschungsterminal. Eine Tür und nichts mehr. Dann geht's mal zu dem Forschungsterminal. Ja, da kriegt man wahrscheinlich wieder ein Dings. Was ist das? Ja, das ist es. Oh. Mist. Das war schwierig durchzukommen. Das war gut verbaut gewesen. Aber das könnte sich noch als nützlich erweisen. Forschungsdaten beschafft, Munition für schwere Waffen. Ja, das sieht doch auch gut aus. So. Jetzt frage ich mich, ob es hinter der Tür schon weitergeht. Und ob wir jetzt hier lieber mal Schluss machen und beim nächsten Mal weiter. Oder ob wir gleich durchgehen und... Ja, wir haben eigentlich bis... Nee, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Machen wir eine etwas kürzere Folge diesmal. Wobei mit 24 Minuten... Ist immer noch relativ lang. Von daher passt die Sache, denke ich. Dann schauen wir das nächste Mal an, ob es hier durch die Tür, ob es dann noch weitergeht. Aber ich bezweifle es mal. Wir müssten wahrscheinlich relativ am Ende sein. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Hoffe ich jedenfalls mal. Also dann, macht's gut. Tschüss.